Herzlich willkommen bzw. willkommen zurück zu unserem Adventskalender. Bitte vergiss nicht, wir haben in einem der Videos einen Hinweis für unser Gewinnspiel am 24. versteckt. Also bitte halte Ausschau und mehr dazu gibt es in der Videobeschreibung. Heute machen wir ein DIY, das dich durch den gesamten Advent begleiten wird. Also bitte gut aufpassen, weil das ist jetzt richtig wichtig für dich. Gerade im Advent gibt es ja Adventmärkte ohne Ende oder du wirst von deiner Tante, von deiner Großmutter, von wem auch immer eingeladen zum Essen. Es gibt Kekse, es gibt Punsch, es gibt deftiges Essen. Dafür brauchst du unbedingt diesen Roll-On, den wir gleich machen werden, weil der dir dann nach dem Essen wieder ein super gutes Bauchgefühl geben wird und du dann wieder bereit bist fürs nächste Essen. Also, wir haben zwei Öle, mit denen wir das DIY machen. Wir haben das Dalcheis, ein super gutes Öl, eben ganz speziell für den Bauch, und das Pfefferminzöl. Die beiden Öle sind unsere Basisöle für unser DIY. Dann brauchst du einen Roll-On, den kannst du auch bei uns im Aromaakademie-Shop bestellen, da bitte einfach nachschauen. Und du brauchst eine fette Ölmischung für den Roll-On. Also du nimmst entweder irgendein pflanzliches Öl, das du zu Hause hast, oder du nimmst die fixfertige V6-Mischung von Young Living. So, ganz einfach, du nimmst 4 Tropfen vom Dalcheis-Öl. Da brauchst du vielleicht dieses kleine süße Teil dann noch nicht, wo du nachher, dass du dann danach brauchst, hier beim V6. Da nimmst du einfach 4 Tropfen von dem Dalcheis, tropfst du hinein. Wenn es mal ein Tropfen mehr ist, macht es auch nichts, überhaupt kein Problem. Dann nimmst du 2 Tropfen Pfefferminze. Ja, und dann nimmst du den Trichter. Ist besser mit dem Trichter, wenn jetzt eben das pflanzliche Öl dazu kommt. Wie gesagt, in unserem Fall ist es V6. Da ist es besser, mit dem Trichter zu arbeiten, weil dann geht es leichter. Da brauchst du nicht so aufpassen, dass du nicht daneben arbeitest. So, rein damit in deinen Roll-On. Ja, bis oben füllen. Leichter geht es ja schon nicht mehr. So, und deine Wohlfühl-Bauchmischung ist quasi schon fertig. Dann den Roll-On drauf, gut drauf geben und dann zuschrauben. Und bitte immer in der Handtasche mithaben. Gut schütteln, ganz wichtig, immer gut schütteln, in der Handtasche mithaben. Und wenn es so zwickt und zwackt nach dem Essen, aufmachen, Bauch frei und drauf rollen. Das war's auch schon. Also dein Begleiter in der Adventzeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere unseren YouTube-Kanal und ich freue mich natürlich auch über ein Like von dir. Also dann, bis morgen!